Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Thrones of Britannia mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind wieder zurück mit dem mächtigen Sir Sen. Und bevor wir hier gleich in den nächsten Angriff übergehen, machen wir das mal ganz moderat. Übrigens, schauen wir hier gerade unseren Erben hin. Kriegst einen Priester. Und du kriegst auch einen Priester. 5 Punkte Loyalität, da kann man sich dann auch mal ein bisschen sicherer fühlen. Ohohohoho, und wir wollen ja gerne. Wir wollen ja gerne Sudrea angreifen. Das wollen wir gleich. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, wer hat noch Fähigkeiten gekriegt? Ach, das habe ich hier vergessen, ne? Schön. Ja, alles gut soweit erstmal. Heute passiert vielleicht gar nicht so viel. Ich hätte ja gerne noch eine schöne Landschlacht gegen Sudrea, aber es wird es wahrscheinlich nicht geben. Noch ein Tor. Nicht möglich. Ja, sogar ein bisschen was an Truppen da rekrutiert. Ja, warten wir mal ab hier. Ob der noch mehr rekrutiert. Sonst muss ich auch noch mehr rekrutieren, aber ich übereile das jetzt nicht. Oder ich will das jetzt nicht überstürzen. Guck mal, der ist schon wieder abgehauen. Ach, da unten ist er. Guck mal da. Der ist mit dir im Krieg. Geht einfach nicht. Doch, doch, das geht, glaub mir. Aber okay, pass auf. Kurzes Quicksave an der Stelle. Idee. Auf dem Lauf hier hin. Pfad. Ja, Gallogeudel ist mir sowas von egal. Der hat einen General, das wird doch nicht reichen, oder? Alle Schiffe seetüchtig. Setzen neuen Kurs. Okay, das hier kriegen wir hin. Wir sind bereit, euch. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wenn wir da jetzt wieder so ein Landemanöver machen. Könnte ich mir vorstellen. Dass wir das eigentlich relativ souverän gewinnen müssten. Aber belagern mal gerade noch hier. Ja, ja. Unsere Tapferkeit ist legendär. Ja, du kannst echt einfach hier abwarten. Weil er kann ja erstmal hier keine Truppen rekrutieren. Und dann holen wir uns Enrenace, wenn er sich das holt. Ansonsten holen wir uns eine andere Siedlung. Befehle ich die Langschiffe. So, dann willst du die. Oh ja. Oh ja. Gut gemacht, Eid, auf jeden Fall. Meine Krieger sind unschlagbar. Okay, ne, bleibt da drin. Ja, unschlagbar sind die nicht, aber wie gesagt, die sind ja ganz brauchbar. Ja, wir setzen. Ich raub hier nichts aus, ich habe keinen Bock auf Revolten. Menach. Du kommst ein Priester.
Also wieder typisch, ne? Juhuhu. Juhuhu. Ne, okay, da sind die Gebäude momentan erstmal besser. Laufen bei Flut aus. Ja. Also, wenn wir den jetzt angreifen, dann werden wir wahrscheinlich so die Hälfte unserer Armee verlieren. Aber ich glaube, wir müssen das auch so packen. Wir haben relativ viele Fernkämpfer. Ich sehe uns da im Vorteil. Und trockenes Wetter ist gut für uns. Das ist halt echt krass, ne? Also ich erinnere mich noch, an ein Gespräch mit Merp letztens, als er meinte, ich glaube, das war auch in unserem Let's Play Together, als er sagte, wusstest du eigentlich schon, dass so Sachen wie Regen und dass solche Sachen wie Regen und Nebel, dass es ein reiner Player-Debuff ist. Und das muss man leider sagen. Das ist wirklich so. Das ist ein reiner Player-Debuff. Oh, Mist. Warte mal. Guck mal da. Die Kaff ist noch da hinten. Sporen geben. Auf. Reitet in den Sieg. Jo, gib mal Sporen. Ups, warte mal, ich wollte nicht pausieren. Langschiffe bereit für Beute und Ruhm. Aber der hat ja hier gerade. Der hat zwar Fernkämpfer da. Lein los. Schiffe erwarten Befehle. Ja, genau, du müsstest da auch schon schießen können. Das ist doch schon mal gut. Immerhin, zwei Einheiten gekillt. Dafür, dass wir dem in die Seite feuern, hält er echt viel aus, ne? Naja, cool. Immerhin kriegen wir die Kriegsbande. Das ist halt eine Tier-1-Einheit, ne? Wir kriegen den gerade mal so mit drei Ranged, mit zwei Ranged-Einheiten plattgeschossen. Jetzt wird's interessant, jetzt kommt der Gen dazu. So, jetzt landen wir mal mit den Bros hier. Und
du lässt mal bitte die Hotte Hüß hier sitzen. Und jetzt möchte ich gerne nochmal wissen, ob wir es schaffen, mit der Kaff das Tor platt zu machen. Ah, cool. Wir haben dem Gen haben wir schon übel zugesetzt, das ist gut. Ja, der macht diesen klassischen Trick, wo er das Tor öffnet und halt kein Damage bekommt und seine Einheit steht also eigentlich da hinten. Wir könnten also auch, glaube ich, gar nicht so viel gegen die eigentlich machen. Okay. Ja, das müssen wir uns dann jetzt erstmal gerade so, das müssen wir dann erstmal so über uns ergehen lassen. Wir haben jetzt eine Kaff-Einheit weggeworfen, das ist aber tatsächlich nicht so schlimm in meinen Augen. Die Frage für uns ist jetzt, die Frage, die für mich jetzt entscheidend ist, ist, sollen wir mit denen jetzt auch vorrushen, weil, schaut mal, oder kommt, wir machen es einfach mal, damit ihr es auch mal seht, wie krass diese Türme hier sind. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? 43 Minuten reicht eigentlich, glaube ich. So. Die Einheit hier hat schon 15 Mann, 20 Mann. Ne? Ihr seht also, bevor die Einheiten überhaupt am Tor ankommen, haben die schon heftigste Verluste erlitten. So, und die versuchen jetzt hier das Tor einzureißen. Aber ihr seht, wie krass der auch mit diesen Verteidigungsanlagen unsere Einheiten down kriegt. Okay, wir sind durch. Die Speere müssen jetzt hier rein. Wenn wir Pech haben, flüchten die gleich. Aber ich hoffe es mal nicht. ABC-Streitkräfte bereit, oder was hat er gesagt? Ja, die eine Einheit flüchtet, glaube ich, auch gerade. Nee, sie ist wieder da. Komm, gib mir das Tor. Okay, Tor ist down. Frage ist jetzt, haut's noch zeitlich hin? Wenn wir jetzt mal gucken, der wird sich ja jetzt mit einem Teil der Einheiten auch wieder hier aufmachen. Das Tor frei zu boxen, oder? Mit einer zumindest macht das, ne? Und weil unsere Moral halt so unterirdisch ist, hat er sogar gar nicht mal so schlechte Chancen, das zu nehmen, ne? Also da langt es jetzt, glaube ich, wirklich, wenn der einfach nur unsere Einheiten anspuckt und dann sind die schon down, ne? Und wir können es eigentlich auch vergessen. Ja, wir können es eigentlich auch vergessen, hier zu landen. Ich lasse die Plänkler, lasse ich da wegen der Vision. Wir müssen auch vor den Bogenschützen aufpassen, ne? Das sind die Einheiten, die der vorhin am Tor hatte, glaube ich. Aber die sind für uns absolut tödlich.
Die KI rechnet ja auch noch mit den Einheiten hier, obwohl die gar keine Munition mehr haben. Wir gehen noch nicht rein. Ist der Victory Point. Aber wenn ich da jetzt mit den Speeren hinlaufe, die flüchten einfach so, weil die von den Türmen zusammengeschossen werden. Na, ihr seht also, gut, tatsächlich muss man sagen, die Verteidigungsanlage hier am Tor, die hat einen sehr hohen Schaden gemacht, genau, ne, Pförtnerhaus mit Öl. Das ist ja auch keine schöne Sache, da durchzurennen, das muss man wirklich sagen. Wir gucken halt einfach nur, dass wir diesen Turm da möglichst großräumig umfahren, wie ein Stau auf der A4. Kommen seine Bogenschützen. Da müssen wir was gegen tun. Hat nicht mehr viel Munition. Mein Damage gegen ihn fällt aber fast nichtig aus. Insofern hier sicherlich gar nicht mal verkehrt, den Charge anzusetzen. Der nächste Bogenschütze kommt jetzt übrigens. Ist okay, kommt zurück. Also die Kraft zu verlieren, das ist nicht so schlimm. Die Einheiten hier, die möchte ich gerne behalten. Guck mal, die haben irgendein Haus angezündet, ne? Ist richtig, ja. Ja, ich würde ihn einfach nur ganz gerne erwischen, bevor wir in die Range eines weiteren Turmes kommen. Kann es eigentlich schon wieder zurück, der ist gebrochen. Dann gehst du am besten wieder raus. Den Turm haben wir auch. Nächster Turm ist dran. Ihr seht, der andere Turm, der schießt schon auf uns. Du kannst hier deffen. Du kannst hier deffen. Er darf nur nicht in diesen Kreis hier reinlaufen. Guck mal, die verlieren das. Gegen eine Einheit Ostmänner-Axtkämpfer. Ja, so sind die Verluste dann deutlich geringer, ne?
Wir reparieren. Unsere Tapferkeit ist legendär. Du hast Loyalität 6, das ist gut, da kriegst du einen Quartiermeister. Und du bekommst nochmal eine Kaff. So. Ich glaube, das war ganz erfolgreich. Keiner wird gegen uns bestehen. Versorgungsrate füllt sich gut wieder auf. Das ist wichtig, damit wir gleich hier hinkommen. Aber pass auf, der wird wahrscheinlich irgendeinen crazy Shit machen oder sowas. Der rekrutiert erstmal noch eine weitere Armee. Er hat sich Inverness geholt. Mit 8 Einheiten. Okay. Krasser Don auf jeden Fall. Scheint auch instant Verstärkung bekommen zu haben. Da muss ich doch jetzt mal gerade selber was nachgucken. Das ist unfassbar. Der hat instant Verstärkung bekommen. In der gleichen Runde, in der der die Einheiten ausgehoben hat. Unter diesen Voraussetzungen räumt das Feld. Für den Ruhm der Gelb. Haben wir natürlich keine Chance. Keiner wird gegen uns bestehen. Äußerst interessant. Jawohl. Für den Ruhm der Gälen. Äußerst interessant. Wusste ich nicht, dass das so OP ist. Krasser Shit, ey. Okay, wir brauchen einen General. Pass auf, wenn der mich jetzt angreift, dann hat er wahrscheinlich nochmal eine stärkere Armee. Die Männer wollen endlich los. Ich bin's gespannt. Im Krieg glänzen die. Aber wartet mal gerade. Wir haben doch Power ohne Ende. Ne? Ich will das jetzt mal gerade gucken. Ich lade das für den nächsten Part nochmal, glaube ich. Aber, also jetzt, ne, weil ich noch die anderen Armeen bewegen will, aber ich will das jetzt einfach mal sehen, was der macht. Ah, das ist ein schlechter Scherz, ne? Ja, klar, ne? Okay, gut. Aber das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Wenn wir das selbst machen, dann machen wir den locker weg. Für den Ruhm der Gälen. Da singen wir definitiv nicht rum, weil wir da Verschleiß kriegen, ne? Aber ja. Okay, cool. Ja, oder auch eben nicht so cool. Ja. Sag mal, wie viel Nahrung kriegt er wahrscheinlich hierher? Genau, 0. Ne? Dann kriegt er die Standardnahrung. Wie viel sind denn das? 110? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber okay. Sehen wir im nächsten Part. Und ich sag dann erstmal, macht's gut bis dahin. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.